Ja, moin und herzlich willkommen zur Derby-PK. Es steht der 6. Spieltag an. Morgen Abend um 20.30 Uhr treten wir beim FC St. Pauli an. In das Stadion gehen ca. 30.000 Zuschauer und das Gästekontingent beträgt 2.700. Unser Cheftrainer Dieter Hecking steht Ihnen jetzt wie immer für Ihre Fragen zur Verfügung. Ich bitte um kurzes Handzeichen und dann können wir starten. Tja, super. Können wir auch wieder gehen. Martin Sonnleitner von der Welt. Warte bitte kurz auf das Mikro. Danke. Ich hätte da was nicht Sportliches mal. Halten Sie das Derby für politisch aufgeladen? Also es hat ja so ein paar Vorgeschichten. Früher hieß es immer links, linke Fankultur gegen eher so ein bisschen Tumbere, sage ich mal salopp, beziehungsweise gegenkulturell gegen Establishment. Halten Sie das für politisch irgendwie aufgeladen? Jetzt auch nochmal kommt die Jatta-Geschichte dazu, wo so ein Schulterschluss vorherrschte. Ist es was Besonderes, jetzt auch so in politischer Hinsicht? Also ich würde mich nur aufs Sportliche beziehen wollen. Was da hineininterpretiert worden ist, ich glaube, der Fall Jatta, um das auch endgültig abzuschließen, ich glaube, dass wir da nur gezeigt haben, wie tolerant wir mit der Situation umgegangen sind, welche Werte wir halt im Vordergrund sehen und das irgendwie in eine politische Richtung zu lenken, das halte ich für zu übersteigert. Ja, und deshalb lassen wir uns aufs Sportliche beziehen. Also politisch sehe ich da jetzt keine gravierenden Dinge, die mich da irgendwo beeinflussen würden. Thorsten Vorbau, NDR Fernsehen. Wie sind Sie mit der Trainingswoche zufrieden gewesen, abgesehen jetzt natürlich von der bösen Verletzung von Jamara? Wie ist es gelaufen? Ja, es gibt eigentlich nie was großartig zu bemängeln bei uns im Training. Ja. Ich glaube, dass wir nach wie vor eine sehr hohe Intensität haben in jeder Trainingseinheit, dass die Jungs einfach ein gutes Bild abgeben. Ja, dass sie sehr willig sind. Ich glaube, dass sie gerade Dinge, die wir dann auch versuchen umzusetzen im Training, dass sie das sofort versuchen, dann auch in der Trainingseinheit zu zeigen. Und ich bin da wirklich, wie gesagt, bis auf die schwere Verletzung von Jan natürlich, die natürlich unter der Woche das große Thema auch bei uns war natürlich wieder. Aber das müssen wir halt abschütteln. Das werden wir abschütteln können, glaube ich. Und deshalb, ich war mit der Trainingswoche absolut einverstanden. Wir haben heute noch das Abschlusstraining, aber ich glaube, jeder will morgen dabei sein und wird sich jeder nochmal zeigen wollen. Babak Milani von der Bild-Zeitung. Moin Moin. Dieter, stehst du auf so Motivationstricks wie Sieg für Jan oder Sieg für Jamra gegen Pauli im Derby? Nein, ich glaube, das brauchen wir nicht. Ich glaube, wer morgen nicht motiviert ist, der. Also, ich glaube nicht, dass meine Mannschaft eine besondere Motivationsrede von mir braucht. Ja, wir sind motiviert, wir sind aber auch vor jedem Spiel motiviert und morgen, klar, das Stadtderby, das wird jedem nochmal ein bisschen mehr Kräfte freisetzen. Das wird uns so gehen, das geht Pauli so oder den Spielern. Und da wird sicherlich von mir jetzt nicht noch mehr Feuer reingegossen. 1, 2, 3, ja. Gab es neue Erkenntnisse in Sachen, wen du rechts hinten für Jan spielen lassen möchtest, gestern im Training? Es gibt immer Erkenntnisse, Gott sei Dank, in jedem Training. Vielleicht vermitteln kannst? Nein, es ist nach wie vor so, das habe ich ja gesagt, das ist wird eine Bauchentscheidung werden. Ja, ich glaube, dass die drei Kandidaten, die ich da ins Casting geschickt habe, dass alle drei morgen ein gutes Spiel machen würden. Ja, da bin ich sehr von überzeugt, weil wirklich alle drei in einer guten Verfassung sind. Der Josch hat, denke ich, gerade viel Selbstvertrauen getankt durch seine Spiele bei der U21, bei der U20-Nationalmannschaft einen guten Auftritt gehabt. Karlet hat hier zu Hause gegen Hannover vielleicht sein bestes Saisonspiel abgeliefert. Ja, und Jerry hat auch Rückenwind durch die Nominierung bei der tunesischen Nationalmannschaft. Ja, und wie gesagt, ich traue allen dreien zu, dass sie diese Position spielen können. Und es ist auch nicht spielentscheidend, glaube ich, morgen, wer da spielt. Florian Rebin von der Mopo. Nochmal eine Nachfrage zu Duziak, jetzt positionsunabhängig. Ist ja ein ehemaliger St. Pauli-Spieler. Die ersten Spiele jetzt bei Ihnen, unter Ihnen hat er von Beginn an immer gemacht. Und zuletzt muss er sich ein bisschen hinten anstellen. Wie sehen Sie grundsätzlich seine Entwicklung und wo sehen Sie seine größten Stärken auf dem Platz?
Jerry hat nach wie vor einen hohen Stellenwert bei mir. Ja, aber das ist eben genau das, was wir ja auch brauchen, diesen Konkurrenzkampf, ja, dass wir gute Spieler auch von der Bank bringen können. Ja, oder eben auch Jerry morgen von Beginn an reinwerfen. Ich glaube schon, dass das für ihn ein besonderes Spiel ist, morgen gegen St. Pauli, gegen seine alten Kameraden zu spielen. Und er ist, denke ich, einer, der damit absolut top umgehen würde. Ja, für mich ist das ein Eisvogel. Ja, der macht sich vor nichts in die Hose. Ja, und ich denke, da hätte ich null Bedenken, den morgen zu bringen. Und seine Entwicklung zeigt er. Er ist jetzt bei der Nationalmannschaft gewesen, ist mit viel, viel Selbstvertrauen zurückgekommen, hat ihm mächtig Auftrieb gegeben, hat gesehen, dass er international auch mithalten kann. Ja, und ich bin da schon froh, dass ich so viele Alternativen, gute Alternativen habe. Und Jerry ist sicherlich auch für morgen eine ernsthafte Option für euch. Thorsten Vorbau, NDR Fernsehen. Auch egal, welche Position, schiebe ich nach. Herr King, Sie haben gesagt, Sie brauchen morgen keinen zusätzlich motivieren, aber jetzt haben Sie ja so einen riesen Umbruch eingeleitet im Sommer und die meisten Jungs bei Ihnen in der Kabine wissen ja gar nicht, HSV St. Pauli, was das eigentlich so richtig bedeutet, aber das haben Sie Ihnen schon vermittelt. Ja, ich weiß nicht, ob man das immer vermitteln muss. Ja, ich glaube schon, dass in der Kabine der eine oder andere sitzt, der Ihnen schon ein bisschen was erzählen kann über das Derby. Ja, gerade was das letzte Jahr ja auch betrifft. Und das ist immer so ein schmaler Grat. Gehst du da jetzt nochmal bewusst drauf ein? Spielst du das nochmal total in den Vordergrund? Kann man machen. Wenn man es nicht macht und am Ende geht es in die Hose, sagt man, hätte man was gemacht. Wenn man es macht und man ist übermotiviert, man verkrampft, dann hätte man wieder darauf verzichtet. Also im Vorfeld des Spiels kann ich das jetzt nicht sagen, was die richtige Entscheidung sein wird, wie wir damit umgehen. Das ist wirklich bei mir immer so aus der Situation heraus, was ich morgen für ein Gefühl habe am Tag, ja, wie ich meine Jungs sehe, wie sie auf mich wirken, ob sie aufgedreht wirken, dann denke ich eher ein bisschen beruhigend einwirken. Wenn ich das Gefühl habe, dass sie noch ein bisschen schläfrig sind, dann mache ich sie noch ein bisschen wach. Aber das sind aber Dinge, die, ich glaube, morgen brauche ich keinen Wachrütteln. Also da sollte der Wecker um 20.30 Uhr geklingelt haben. Henrik Jacobs vom Abendblatt. Herr King, es gibt nur drei Trainer im deutschen Fußball, gegen die Sie häufiger gespielt haben als gegen Jos Luhukay. Können Sie sich noch an Ihr erstes Duell erinnern und können Sie ihn mal als Trainertypen beschreiben? Sie haben ihn ja auch schon oft gesehen. Ja, ich weiß nicht, wann war das erste Trainer? Jetzt muss ich mal lange zurück überlegen. Der Jos, wo war er denn als erstes? Naja, war Uerding? War es gegen KFC Uerding? Ja, dann habe ich das Gedächtnis schon mal, aber ans erste Spiel gegen ihn kann ich mich nicht. Mit Fair gegen Uerdingen, wer hat gewonnen? Ja gut, danach erinnere ich mich ganz schnell hoffentlich bald wieder. Nein, ich denke, Jos hat, denke ich, auch eine sehr wechselhafte Karriere, Trainerkarriere hinter sich. Ich glaube, er war so, als wir beide so angefangen haben, unsere Trainerlaufbahn hier in Deutschland anzugehen, war Jos so ein Trainer, der auch mit neuen Stilmitteln aus Holland rüberkam, eine gute Aktion, eine gute Mannschaften auch gehabt hat, mit Köln, mit Gladbach, Augsburg. Ja, dann war er noch in England drüben. Also ich finde schon, dass der Jos eine sehr interessante Trainerkarriere auch schon hinter sich hat. Ja, und mit seiner ganzen Art, ich weiß so ein bisschen, wie er tickt, ich kenne ihn jetzt auch nicht so genau, aber seine Mannschaften sind natürlich immer taktisch gut strukturiert. Ja, hat immer wieder, gerade die Arbeit gegen den Ball ist ihm sehr, sehr wichtig, dass er dem Gegner da möglichst viel Kopfzerbrechen bereitet. Und trotzdem, die holländische Schule ist auch immer wieder für die feine Klinge zuständig. Und ich denke, das sieht man auch so ein bisschen jetzt, nachdem die Transferzeit abgelaufen ist, so eine Zusammenstellung vom Pauli-Kader, das ist ein guter Mix, denke ich, so zwischen Spielern, die wissen, wie es gegen den Ball zu gehen hat und aber auch, wie es mit Ball zu gehen hat. Und von daher sehe ich da schon eine gewisse Handschrift, die sicherlich in den nächsten Wochen noch mehr zu sehen sein wird, weil es war eben doch mit heißer Nadel gestrickt, der Kader von Pauli. Ja, aber man hat es ja in den letzten beiden Spielen gesehen, gerade die erste Halbzeit Dresden, na, wo sie wirklich klasse gespielt haben, zu was diese Mannschaft imstande ist. Lars Pegelow, NDR 90,3. Herr Hecking, heute Nacht gab es so ein paar Auseinandersetzungen zwischen Fangruppen auf der Reeperbahn, die ersten, wie wir jetzt gehört haben. Können Sie sagen, wie wichtig das für Sie und auch vielleicht auch für die Mannschaft ist in der Vorbereitung und während des Spiels, dass also wirklich das Spiel im Vordergrund steht, dass es eben keine Unterbrechung möglicherweise durch Pyro oder wie auch immer gibt, Fanmärsche, Busgeschichten, wie wichtig wäre das?
das ist so eine Frage, die im Vorfeld schwer für mich zu beantworten ist. Ja, ich glaube, dass die Rivalität halt sehr groß ist zwischen beiden Fanlagern. Ja, und du wirst nicht alles verhindern können. Und das merkt man vielleicht auch schon im Büro, dass man ein bisschen aggressiver wird, wenn der HSV-Fan vielleicht sagt, wir gewinnen da locker, und der Pauli-Fan sagt, nee, das wird nicht so kommen. Und dann merkt man das ja wahrscheinlich selber, nur in einem kleinen Rahmen schon, wie über dieses Derby dann sicherlich morgen den ganzen Tag philosophiert wird. Und natürlich ist es immer wünschenswert, wenn es in normalen Bahnen abläuft. Ja, das ist doch klar, dass wir möglichst, das wäre halt mein Wunsch, aber meine Wünsche gehen ja auch nicht immer in Erfüllung, dass man nach dem Derby sagt, es war sportlich ein tolles Derby, und auch rundherum war es das, was man gerne gesehen hat. Fangesänge, Riesenstimmung im Stadion von beiden Fanlagern, eben ohne Ausschreitungen. Aber wie gesagt, ich denke, dass das einfach, ja, in der heutigen Zeit nicht nur, man hat es gestern Köln-Gladbach, war auch wieder was, ja, also das gehört irgendwo leider zur Fankultur auch dazu, sich gegenseitig hochzunehmen. Solange wie das nicht im Bereich von Körperverletzung geht und nur in hohen Gesängen, und ich habe schon gesagt, zu Pyro, ja, es ist verboten in Deutschland, und trotzdem glaube ich, dass das morgen trotzdem im Stadion sein wird. Ist nur ein Gefühl. Ja, aber wenn es, das ist einzig mein Wunsch, dass wir nicht 1000 Unterbrechungen haben, weil das macht, will keiner sehen. Ja. Florian Rebin von der Mopo. Das ist ja ein recht langer Tag morgen mit dem Abendspiel. Können Sie einmal skizzieren, wie der Tag ablaufen wird für die Mannschaft? Geht es morgens nochmal auf den Platz? Wann bestimmen Sie den Kader? Steht am Nachmittag noch irgendwas an? Ja, nein, so wird es in etwa ablaufen, dass wir morgen, denke ich, 10:30, 11 Uhr irgendwann dazwischen nochmal kurz anschwitzen werden hier. Dann werden wir ins Hotel gehen, den Nachmittag im Hotel verbringen, und dann fahren wir zum Millerntor und wollen gewinnen. Kai-Uwe Hesse von der Bild-Zeitung. So, nacheinander nach zwei Routiniers fragen. Hand, wie sehen Sie bei ihm die Situation jetzt vorm Derby? Gut. Wie sieht er Ihre Aufstellung? Sieht er die auch gut morgen? Fragen Sie ihn nach dem Spiel, ob er sie gut gefunden hat. Ja, also Aaron hat seine Verletzung zu 100% auskuriert und hat auch im Training, denke ich mir, gezeigt, dass er wieder rein will in die Mannschaft. Und das sage ich ja nochmal, eben bei Duziak haben wir schon drüber gesprochen. Das wird jetzt Woche für Woche, werden das Fragen von euch sein über die Aufstellung. Letschert, wollen wir nicht vergessen, sieht so aus, als wenn er wirklich jetzt anfangen könnte, nächste Woche mit der Mannschaft zu trainieren. Christoph Moritz wird ab Montag seine Reha bei uns fortsetzen, ist also auch aus dem Reha-Bereich dann raus. Da können wir auch in zwei, drei Wochen wieder hoffen, dass er wieder dabei ist. Everton ist jetzt auf dem Sprung, sieht gut aus, Sprunggelenk, macht mit. Laufbelastung können wir steigern. Also die Konkurrenzsituation, sofern keine neuen Verletzungen kommen, die wir natürlich nicht einplanen können und nicht einplanen wollen, vor allen Dingen auch, die wird nochmal ein Stück weit zunehmen in den nächsten Wochen. Und ich bin da klar, das habe ich auch schon irgendwann vor zwei, drei Wochen gesagt, der Moderator der ganzen Geschichte, und es geht nur um eins, wir wollen erfolgreich Fußball spielen, und hat sich jeder einzuordnen, einzubringen, und wenn er die Chance bekommt, dann soll er seine Leistung bringen. Ja, das ist das Kriterium, und wie gesagt, im Moment habe ich sehr, sehr wenig zu meckern. Ja, das habe ich eben schon ganz am Anfang gesagt mit den Trainingsleistungen. Da fällt keiner ab. Ja, das wäre auch schade, wenn einer abfallen würde, weil er meint, er wäre irgendwo nicht auf Sendung oder schlecht behandelt oder sieht keine Chance. Ja, es ist 5. Spieltag. Ja, das muss man immer wissen. Es sind noch 29 Spieltage. Man sieht, wie schnell es geht beim Jan. Plötzlich hat man eine Baustelle, die man eigentlich geschlossen sah, weil der Jan gerade in den letzten Spielen überragend gespielt hat. Gerade gegen Hannover, für mich auf der rechten Seite mit Khaled, das sehr, sehr gut gemacht hat. Und deshalb, ich brauche jeden Spieler in diesem Kader. Und ihr könnt mich immer fragen zu jedem Spieler. Ich werde immer was dazu sagen. Und im Moment kann ich sagen, alle sind ganz eng dran. Und ich glaube, nochmal, egal wer morgen von mir das Vertrauen bekommt, jeder will morgen das Spiel gewinnen. Wolltest du noch nach Martin Harnik fragen? Ja, zählt das Gleiche. Nein, auch Martin, man sieht im Training, ihr seid ja auch jedes Training da, ne? Wenn es darum geht, Tore zu machen, ist Martin da. Ja, und das war ein Kriterium, warum ich dem Jonas gesagt habe, komm, lass uns das mal versuchen, ob wir das hinbekommen. Ja, und auch für Martin ist natürlich, wäre es ein Bombeneinstieg, wenn er morgen von Anfang an spielen würde. Gleich im Derby den Platz in der ersten Elf zu haben, ich glaube, das wäre für ihn auch ein besonderer Einstieg beim HSV. Und Sie sehen, das sind alles so die
Gedanken, die beim Trainer dann im Kopf drin sind, ja, die ich abzuwägen gelte. Und deshalb, wie gesagt, im Moment wüsste ich wirklich noch nicht, wen ich aufstelle. Ich habe sowas im Kopf, aber bei der einen oder anderen Position ist es wirklich noch so, dass ich noch nicht hundertprozentig sage und auch noch nicht sicher bin, ob es dazu kommt. Aber Martin hat in der Woche jetzt im Training viele Tore gemacht, hat gezeigt, warum er da ist, und solche Spieler sind immer sehr willkommen. Thorsten Vorbau, NDR Fernsehen. Herr Hecking, was erwarten Sie denn morgen für ein Spiel? Geht es für Pauli um mehr, weil Sie die Punkte vielleicht einen Ticken nötiger noch brauchen? Nein. Also da geht es ganz schon klar darum, dass wir auch die Punkte nötig haben. Ja. Was erwarte ich morgen? Ich glaube, dass Pauli sich sehr viel vornimmt. Das habe ich die ganze Woche über natürlich verfolgen können, wie die Spieler sich geäußert haben, dass dieses 0-4 so in der Form, wie sie gespielt haben. Ich muss sagen, ich habe das Spiel nicht live gesehen. Ich habe es mir nur ein bisschen erzählen lassen, dass sie nicht ihr Leistungsvermögen in dem Spiel abgerufen haben, dass sie zu viel Respekt gehabt haben sollen, nicht richtig hingekommen sind. Und das werden sie sicherlich morgen versuchen, besser zu machen, so dass wir da einen hochmotivierten Gegner treffen werden. Ein Gegner, der, denke ich, gegen den Ball mit viel Laufbereitschaft arbeiten wird. Ja, und alles, was ich so aus meinen Erkenntnissen sagen kann, so wenn ich die Aufstellung, was ich so höre, wie Jos spielen könnte, ja, dann wird es viel um Umschaltspiel gehen, viel Balleroberung, sofort nach vorne spielen über zwei schnelle Außenstürmer. Ja, und das sind Dinge, die würde ich vielleicht auch machen als St. Pauli-Trainer. Ja, aber es liegt letztendlich an uns. Ja, wir müssen unseren Spielfaden aufnehmen. Wir müssen auch genauso konzentriert in der Arbeit gegen den Ball sein. Wir dürfen keinen Meter zu wenig machen. Wir dürfen nicht meinen, wir haben schon irgendwie etwas erreicht. Wir haben noch gar nichts erreicht. Ja, man sieht auch gestern wieder an den Ergebnissen, was alles in dieser Liga möglich ist. Da sieht man Stuttgart klar vorne. Plötzlich wird es nochmal eng. Ja, Hannover verliert gegen Bielefeld. Bielefeld sehr stabil im Moment unterwegs. Heidenheim scheint aufzuwachen. Ja, also das sind alles Dinge, die ich im Kopf habe. Ja, und ich sage nochmal, ich bin froh über jeden Punkt, den wir im Moment holen, weil den brauchst du am Ende der Saison nicht holen, und deshalb morgen, Pauli hat sie nicht nötiger als wir, die Punkte, wir wollen sie auch, und weil uns würden sie weiterhin ein gutes Gefühl geben. Christian Hoch von der Rautenperle. Herr Hecking, Sie sind ein sehr erfahrener Trainer, haben schon viele große Spiele mitgemacht, jetzt ist es aber auch Ihr erstes Stadtderby. Was löst das in Ihnen persönlich aus? Welche Gefühle? Ja, ein bisschen kennt er mich ja mittlerweile. Ich bin da nicht gefühlskalt, was das angeht, das will ich nicht sagen, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass jetzt mein Herz so rast, dass ich jetzt heute Nacht schlecht schlafe und mir tausend Gedanken machen muss noch. Ich habe was im Kopf, und von dem bin ich jetzt schon relativ überzeugt, ja, mit den ein, zwei Dingen, die ich noch entscheiden muss. Ja, aber ich freue mich einfach drauf. Und das ist nicht gespielte Freude oder Vorfreude, um hier ein bisschen alles abzudampfen. Nein, ich freue mich auf dieses Spiel. Ja, ich weiß, was am Millerntor für eine tolle Stimmung herrschen kann. Ja, und das aufzusaugen, auch wenn es dann nur in der zweiten Liga ist, in Stadt Derby. Ich glaube, das ist das, was mich morgen schon mal vorm Spiel sehr euphorisch werden lässt, und dann muss ich mich sowieso auf das konzentrieren, wofür ich hier bin, nämlich meine Arbeit zu meine Mannschaft zu coachen. Ja, und das ist meine Hauptaufgabe, und der werde ich morgen wieder zu 100% nachgehen, und wenn ich die Arbeit gut mache, dann denke ich, macht meine Mannschaft einen guten Job, und dann kann es erfolgreich sein. Ich sehe keine weiteren Handzeichen. Dann herzlichen Dank für das Interesse heute und bis morgen Abend.